Ist die Quest immer noch da? Ah, nice. Warte, jetzt können wir eine Quest mit ihr machen. Können wir vorher ihm die Sachen geben? Warte. Natürlich. So. Ich habe ein Fotomodus gesehen. Gerade eben. Ich hoffe, es geht euch gut. Sie ist oben, ne? Ihr seid hier. Habe ich schon erwähnt, wie froh ich bin, dass ihr hier seid? Ehrlich gesagt, habe ich etwas auf dem Herzen, das ich gern besprechen würde. Jedes Mal, wenn ich mich diesen verlassenen Häuserzeilen nähere, habe ich das Gefühl, ich werde beobachtet. Doch wenn ich mich umdrehe, ist da niemand. Aber ich weiß genau, dass mich jemand beobachtet. Aus einer dunklen und stillen Ecke. Wärt ihr so gütig, euch dort umzusehen, um herauszufinden, von wem ich beobachtet werde? Ich schaue mich um. Was für eine Erleichterung. Aber bitte geht kein unnötiges Risiko ein. Din, 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 din. So, wer war hinter Taka her? Miki, du warst zu auffällig. Ja, Taka ist aufgefallen. Es ist aufgefallen. Oh, hi. Spazierst sorglos durch die Gegend. So schnell du Kurosu doch vergessen. Mach dich bereit zu sterben, Verräterin! Du musst für deinen Verrat bezahlen! Für 18 Monate. Vielen, vielen Dank. Sind noch nicht fertig. Für dein Stufe 1 Abo. Oh. Für ein Resub eher. Da seid ihr ja. Ich habe euch überall. Ah, Seom, okay. Es ist etwas Furchtbares passiert. Ein Mann, ich glaube ein Ninja. Er tauchte wie aus dem Nichts mit einer Nachricht auf.
Wir halten Taka im Bentin-Schrein fest. Wenn ihr sie unverletzt zurück wollt, muss die Verräterin allein herkommen. Und von anderen im Freudenviertel hörte ich, dass Taka euch wegen etwas um Rat gefragt hatte. Ich flehe euch an, wenn ihr irgendetwas wisst, dann rettet Taka! Free Taka. Du hast unseren Kodex gebrochen, Verräterin. Dafür wirst du nun bitter bezahlen. Und mach das nicht. Das ist ein Zwillingsding, ne? Wie sie Mama wach wird. Oh, ich freue mich ausgesprochen, euch zu sehen. Auch wenn ihr gerade eher recht unglücklich wirkt. Die Täter kommen aus meinem Heimatort. Ihr müsst mir das nicht erklären. Ich bin mir sicher, dass es Dinge gibt, die ihr lieber im Verborgenen lassen wollt. Vergib mir. Nun... Ich denke, das wird sich schon einrichten lassen. Aber nur, wenn ihr mir ein Wiedersehen versprecht. Keine Sorge, ich nehme es euch nicht übel. Ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass ihr mich gerettet habt. Also, wirklich etwa verärgert? Vielleicht solltet ihr etwas näher kommen. War nur Spaß. Aber ich bin wirklich dankbar. Was ist denn mit denen? Ich dachte, ich träume. Aber natürlich seid ihr gekommen.
Wie hättet ihr auch etwas anderes tun können? Wir haben beide gewisse Menschen, die uns einfach nicht loslassen. Egal. Gute Nacht, Micha. Schlaf schön. Träum was Schönes. Oh, und viel Spaß weit. Morgen bei deinen Eltern. Ich klappere nur vor mich hin. Gutes Essen. Ich sollte schnell zu Kichi gehen. Guten Hunger. Sie ist bestimmt besorgt. Sagt, auf eurem stattlichen Ross wäre ich doch im Handumdrehen bei ihr. Dürfte ich vielleicht aufsteigen und meine Arme von hinten um euch legen? Wir passen zwar beide, aber natürlich. Wie zuvorkommend von euch. Aber die Antwort kam doch ein kleines bisschen zu schnell. Was? Was ist denn mit denen? Was ist denn mit denen hier? Ja. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass ihr mich gerettet habt. Vielen Dank. Da ich euch nun etwas besser kenne, das ist die Katzenlady an Tucker. Etwas über mich preiszugeben. Oh. Okay. Der Wind ist wirklich angenehm. In eurer Gegenwart habe ich das Gefühl, ehrlich sein zu können. Wie schade, wir sind fast da. Besteht Hoffnung, dass ihr ebenso empfindet? Moment mal, sie hat gar nichts erzählt. Ich wünschte, dass wir einfach weiterreiten könnten. Nur wir beide. Irgendwohin. Ganz weit weg. Naja. Und dann bringen mich die Geisha Bimsum. Oh, Taka. Ein Glück. Bist du verletzt? Nein, Kichi. Mir geht es gut. Ich wollte dir keine Sorgen bereiten. Und ihr? Danke, dass ihr Taka gerettet habt. Keine Ursache. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Ach, Taka, ich habe es fast vergessen. Der Gast, auf den du gewartet hast, ist eingetroffen. Ah, sehr gut. Vielen Dank, Kichi. Nun, lasst mich euch vorstellen. Als Dank dafür, dass ihr kamt, um mich zu retten, möchte ich euch im Gegenzug eines meiner Geheimnisse enthüllen. Du hast meine Neugier. Behalte deine Geheimnisse für dich. Aber ist die Katze erstmal aus dem Sack, kriegen wir sie nicht wieder hinein. Ich warte in meinem Zimmer. Kommt doch später mal vorbei. Die Katzenlady ist weg. Achso, gerade geht. Kann ich gerade gar nichts machen. Außer das, okay. Oh no. Ist dir klar, wer ich bin? Der rote Dämon? Der Beiname eines meiner Vorfahren. Aber es scheinen einige auch mich so zu nennen. Die Wahrheit ist, um Fürst Yi in seinen Angelegenheiten zu unterstützen, habe ich die Nationalisten beobachtet, die das Freudenviertel frequentieren. Ich wollte, dass ihr das wisst. Ihr müsst ihr doch versprechen, niemandem ein Sterbenswörtchen davon zu erzählen. Wieso tust du so etwas? Fürst Yi ist ein alter Bekannter. Mhm. Ich möchte ihm dienen, soweit ich das als einfache Geisha tun kann. Hast du irgendwelche Einwände? Und um das schon mal vorwegzunehmen, Taka handelt aus freien Stücken. So etwas hast du zugestimmt? Ja, das habe ich. Reden wir nicht weiter über mich. Schließlich erhält man nicht jeden Tag eine Audienz beim obersten Minister. Wollt ihr ihn denn nicht vielleicht irgendetwas fragen?
Warum geht ihr so weit, um die Nationalisten zu unterdrücken? Aber manch einer will euch tot sehen. Okay. Ich tue alles, was mein Land von mir verlangt. Eine Geisteshaltung, die dir aller Wahrscheinlichkeit nach unbekannt ist. Mhm. Aber manch einer will euch tot sehen. Ha, nationalistische Narren. Die denken tatsächlich, dass mein Tod die Öffnung des Landes verhindern wird. Lächerlich. Ich bin mit meiner Mission beschäftigt. Daher fehlt es mir an der Zeit, mich auch noch mit ihrer Dummheit herumzuschlagen. Fehlt mir vom Samurai mit der Dämonenklaue. Ich suche nach dem Samurai mit der Dämonenklaue. Erzählt mir von dem Samurai mit der Dämonenklaue. Ah ja, ich habe einige Gerüchte gehört. Man erzählt sich Geschichten über einen Samurai, der mit den Fremden kollaboriert. Ich würde mich mal umhören. Aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann und kann dir keine Versprechungen machen. Ich würde sagen, wir sind hier fertig. Sieh zu, dass du uns nicht in die Quere kommst, verstanden? Also das war jetzt keine schöne Überraschung. Sag's, wie es ist. Ich hoffe, es geht euch gut. Bitte. Sagt mir, was beschäftigt euch? Dass du mit so einem Typen rumhängst. Was ist denn los? Ich frag dich mal was. Warum wurdest du Geisha? Das ist ja interessant. Ich hatte meine Gründe. Ich habe mich aus eigenem Antrieb dazu entschieden, Geisha zu werden. Aber hier gibt es viele, die das nicht von sich behaupten. Was ist mit unserem Säbel? Die meisten von ihnen hat entweder die Armut oder eine Strafe hergetrieben. Was immer es auch ist. Sie alle haben ihre Gründe. Sag das mal allein, dann sitzt da eine Mister. Nee, sie sagte schon, sie möchte mir jemand möchte sie mir vorstellen. Was mag sie denn? Das japanische Fotoalbum. Ja, denke ich dir. Oh, wie wunderbar. Na, guck mal. Muss ich etwas fragen? Dann können wir gleich nochmal mit der alleine reden. Los? Du scheinst ja eine hohe Meinung von mir zu haben. Was? Oh, ich weiß nun schon seit geraumer Zeit von euch. Jede Nacht hallen alle möglichen Gerüchte durch die Straßen des Freudenviertels. Überall passiert gerade sehr viel. In Edo, in Kyoto, im ganzen Land. Natürlich habe ich von dem furchtlosen Ronin gehört, der in Yokohama aufgetaucht ist. Ich bin schon gespannt darauf, was ihr als nächstes tun werdet. So geil, weil es immer durch das Bild geht. Ich möchte unter vier Augen reden, weil wir nicht schon unter vier Augen sind. Ja, eine sehr gute Idee. Schließlich habt ihr den weiten Weg zu mir auf euch genommen. Jetzt, wo ich so mit euch spreche, ihr habt euch seit unserem ersten Treffen verändert. Damals habt ihr so wild gewirkt. So frei. Doch nun weiß ich, dass noch weitaus mehr in euch steckt. Sieh mich bitte nicht so an. Was ist los? Ich wusste es. Es sind eure Augen, die euch verraten. Unter eurer Fassade der Stärke kann ich eine große Trauer erkennen. Ich kann spüren, dass ihr in der Vergangenheit Schreckliches durchgemacht habt. Dass einige eurer Wunden nie ganz verheilt sind. Habe ich recht? Man könnte sagen, ich habe einen sechsten Sinn für so etwas. Wisst ihr, ihr habt eine so gütige Seele. Ihr seid zu meiner Rettung gekommen, als ich in Gefahr war. Nicht wahr?
Ich wünschte nur, ihr könntet spüren, wie unglaublich erleichtert ich war, als ich euch erblickt habe. Ich könnte mir beinahe vorstellen, mich euch eines Tages vollständig hinzugeben. Ich weiß. Also. Ich fürchte, ich habe zu viel gesagt, nicht wahr? Eure Augen sind schuld. Es ist so leicht, sich darin zu verlieren. Wir sollten vielleicht unsere Schultern bedecken. Das ist es. Das ist es. Ich hoffe, es geht euch gut. Hallo. Danke für euren Besuch. Oh, guck mal, ich kann dir wieder was schenken. Hier. Es ist einfach perfekt. Kann halt nicht direkt. Oh. Man kann halt nicht direkt so viel schenken. Man kann halt immer nur so dann lebe eine Sache schenken. Das war's. So, ich überreiche ihm kurz den Brief. Dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Ja, weil sie gesagt hat, das Gespräch ist dann geendet mit, ich glaube, ich habe zu viel gesagt. Und das war's, dann war das Gespräch zu Ende. Hey! Was willst du? Eben das hier. Du weißt, was gut ist. Sie etwas fragen. Ja, klar doch. Worum geht es? Was wird aus Kiheitai? Die Yokohama Kiheitai war ehrlich gesagt eine Art Experiment. Ich denke, ich werde in der Heimat eine neue Miliz gründen. Wie immer sind alle strebsamen Personen ungeachtet ihres sozialen Status willkommen. Diesmal jedoch werden sie für westliche Kriegsführung ausgebildet und ausgerüstet. Die Ära des Schwertes wird nicht ewig währen. Mit einer neuen Kiheitai könnte man ihr Ende herbeiführen. Ach, wirklich? Naja, wenn du meinst. Bis später! Hey. Ah, du bist also zurück. Zeig mir den Brief. Du hast ihn doch, oder? Sicher, hier ist er. Mir kam zu Ohren, dass du geholfen hast, die Opfer in Mito so gering wie möglich zu halten. Für deine Bemühungen möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Verflucht! Kein offizielles Siegel! Ich hatte es befürchtet. Eine Fälschung. Sie spielen nur mit uns. Ich habe mit einem Verbündeten geredet. Er teilte mir mit, dass diese Samurai den gefälschten Brief wohl nur als Ablenkungsmanöver erhalten haben. Der echte Brief wurde auf anderem Wege transportiert. Doch das Shogunat muss ihn anscheinend beschlagnahmt haben. Ich habe die Befürchtung, dass deine Mühen leider vergebens waren. Aber berichte bitte. Gibt es sonst noch Neuigkeiten aus Hodogaya? Muss ich euch das sagen? Achso, nein. Also, konntest du den Samurai noch immer nicht aufspüren? Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich hoffe, wir können trotzdem weiterhin auf dich zählen. Ah.
Gib es mir zurück. Das kannst du mir nicht einfach nehmen. Willst du dich denn wirklich dem Kaiserhof widersetzen? Um dich wird man sich schon bald kümmern. Keine Sorge. Sie denn so blind? Unsere Schwerter und Lanzen kommen gegen ihre Kanonen nicht an. Oberster Minister I hat den kaiserlichen Erlass zur Vertreibung der Fremden aufgehoben. Sein Feldzug, um feindliche Bewegungen gegen das Shogunat zu unterdrücken, begann. Huch! Huch! Na gut. Machen wir morgen hiermit weiter. Kultureller Austausch. Speichern wir? So.